Jo, moin Leute, ich bin's, Mafia von Gamers Germany, mit einem super Mod für das Spiel R-Factor. Und zwar, ich zocke jetzt heute mal mit euch die Beta von dem LRC Mod 2011. Wie ihr seht, erstmal hier sehr schön, die Wagen sehen super aus. Sound wirklich klasse, und das ist noch die Beta. Also, sind das 3-4 Autos erschienen, da kommen immer neue Patches raus. Und dann fangen wir mal an, passend zum Wochenende auf dem Shanghai International Circuit. So, ich habe alle Fahrhilfen und Aids aus und auch die Steering haben wir ganz runtergestellt. So. So, ja. Ich glaube, das ist ein bisschen vertauscht hier, die 7, der wird aber wahrscheinlich auch irgendwann bald oben. Gehört zu Nico Rosberg und nicht zu Schumacher. Ich spiele mit Xbox Controller, also bitte entschuldigt. Manchmal schlechtes Fahrverhalten. Lenkrad ist kaputt gegangen, ja, und dann muss man auf sowas zurückgreifen. Ja. Sehr schön auch gemacht. Es gibt viele Auswahlen, was schon das die Skins angehen. Zum Beispiel, dass alle Lenkräder sind dementsprechend, also wie sie in Wirklichkeit sind. Oder man kann natürlich als Alternative noch auswählen von F1 2010 von Codemasters das Lenkrad zu jedem Auto. Also dir, was einem besser gefällt. Ich habe jetzt hier das Standard-Lenkrad von Wirklichkeit in der Wirklichkeit genommen. So. Jetzt hier die lange Gerade. Ich weiß nicht, ob Kers schon geht. Ich glaube, Kers geht noch nicht bei dem Mod. Aber versuchen wir mal hier eine Hotlap zu machen. Bisschen weit rausgekommen. Ui. Ah, verdammt, scheiße. Schade. Ich noch den Neutral reinbekommen. Weil mir jetzt der Motor abgeschissen. Und ich werde auch jetzt bald neue Videos von dem Mod posten. Also da kommen immer wieder Updates raus, neue Patches. Der Red Bull, kann ich versprechen, sieht sehr gut aus. Werde ich in einem anderen Video zeigen. Und auch der Ferrari ist schon, ja, sieht schon sehr geil aus. Also. Da gucken wir uns das jetzt mal an, wie das von außen aussieht. Ja, französisch der Mod. Und ihr seht hier, die Autos sehen wirklich schön detailgetreu aus. Die Hubschrauberperspektive. Ja, springen wir nochmal zurück. Haben ein bisschen mehr Zeit. Einzelnen Perspektiven hier auch Cockpit sieht schön aus, also wirklich. Wir haben auf jedes Detail geachtet. In der kürzesten Zeit hat man einen super Mod auf die Beine gestellt. Ja, das war's jetzt erstmal. Ich werde bald weitere Videos posten.